Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich habe mir die Protokolle und Sitzungsverläufe, die mit den Anträgen der Linken heute im Zusammenhang stehen, im Vorfeld waren, angeschaut, und da kann man sich nur wundern. Es gab im vergangenen Herbst eine Einigung zwischen dem Bund und den Ländern darüber, in welcher Höhe und mit welcher jährlichen Dynamisierungsrate die Regionalisierungsmittel ab dem Jahr 2016 fortgeführt werden sollen. Über die Verteilung der Mittel auf die Länder gab es allerdings unterschiedliche Ansichten, und diese sollte dann in einer gesonderten Verordnung des Bundes mit Zustimmung der Länder geregelt werden. Dann Stille. Und jetzt, ein halbes Jahr später, taucht Die Linke mit diesem Antrag auf und vor allem mit einer Art Legendenbildung. Wir haben es gerade nochmals gehört. Nach Ihrer Erzählung sollen die Ministerpräsidenten am Abend des 24. September am Rande der Beratung zum Asylpaket von der Bundesregierung mit dem Kompromissvorschlag zu den Regionalisierungsmitteln, wie Sie schreiben und auch gesagt haben, überrumpelt worden sein. Bei diesem vermeintlichen Coup sollen dann nur 4 Ministerpräsidenten anwesend gewesen sein, die dann völlig überrascht auch noch zugleich zugestimmt hätten. Oder in Ihrer Lesart, ich sage es mal so, die Ministerpräsidenten wussten nicht, was sie tun. Ich war nicht dabei, und Frau Ley, ich nehme an, Sie auch nicht. Und deshalb ist das alles ein Stück weit Spekulation. Protokolliert ist dieser behauptete Hergang der Einigung jedenfalls so nicht. Protokolliert ist aber, dass sich am 16. Oktober, 3 Wochen später, der Bundesrat der Beschlussempfehlung aus dem Vermittlungsausschuss angeschlossen hat, der gleichlautend mit besagter Einigung vom 24. September war. Kollege Dront, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Nein, jetzt nicht. Warum haben die etwa schon wieder nicht aufgepasst? Nein, die wussten genau, was sie taten. Sie wussten genau, was sie taten. Ich finde, ein Kompromiss von 8 Milliarden Euro bei einer Forderung von 8,5 Milliarden seitens der Länder und einem Status quo von 7,3 Milliarden seitens des Bundes war ein großer Verhandlungserfolg der Länder. Ebenso die Erhöhung der jährlichen Dynamisierungsrate auf 1,8% bei einer Forderung von 2% und dem Status quo von 1,5. Denn bei einem Kompromiss geht normalerweise keine Seite mit 100% Erfolg als Sieger hervor. Das weiß jede schwäbische Hausfrau, und das wird Ihnen auch jeder Gewerkschaftsfunktionär aus seiner Erfahrung bestätigen. Und darum haben wir Ihren ersten Antrag, der heute als Top 8b ansteht und eine Aufkündigung des Kompromisses fordert, bereits im Verkehrsausschuss abgelehnt. Und da haben Sie bei der Fraktion Die Linke offensichtlich, sind Sie überzeugt worden von unseren Argumenten. Deshalb haben Sie einen zweiten Antrag jetzt nachgereicht, der Top 8a, dass jetzt nur noch der Verteilschlüssel angegriffen oder neu geregelt werden soll. Die Verteilung der Regionalisierungsmittel soll in einer Verordnung des Bundes mit Zustimmung der Länder geregelt werden. Das haben wir hier im Gesetz, übrigens ohne Gegenstimmen, bei Enthaltung der Linken, so beschlossen. Und daher macht es nur Sinn, dass sich die Länder auch untereinander auf einen Verteilmechanismus einigen, dem sie dann auch zustimmen können, bevor man ihn in einen Verordnungsentwurf gießt. So wie sie auch den eigentlich sehr praktikablen Kieler Schlüssel ganz ohne Mitarbeit des Bundes entwickelt haben. Nur leider können sich die Länder offensichtlich seit einem halben Jahr darauf nicht einigen. Dieser einstimmig beschlossene Kieler Schlüssel hat nämlich die geniale Struktur, dass die Länder, die nach dem alten Schlüssel unbestritten viel zu wenig Mittel erhalten haben, deutlich mehr bekommen und andererseits die Länder, die bislang überproportional bedient wurden, aber nicht weniger. Und diese Rechnung geht allerdings dann nur auf, wenn die Länder dem Bund kräftig in die Tasche greifen und die Mittel mindestens auf 8,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden. Nachdem sich Bund und Länder nun aber um 8 Milliarden Euro geeinigt haben, liegt nach meiner Auffassung der Ball eindeutig im Feld der Länder. Die Linke hält allerdings die Bundesländer und ihre Regierungen offenbar nicht für fähig dazu.
In einem ersten Antrag, wie gesagt, unterstellen Sie den Ministerpräsidenten, Sie wissen nicht, was Sie beschließen. Und im zweiten Antrag unterstellen Sie, die Länder sind unfähig, auch die Situation zu lösen und zu einer Einigung über die Verteilung zu kommen. Und deshalb soll nach Ihrem Antrag der Bund den Ländern noch einmal sagen, wo es lang geht. Sieht so für Föderalismus und Subsidiarität aus? In meinen Augen nicht. Und man braucht auch nicht im Kaffeesatz zu lesen, um im Voraus zu ahnen, dass die Länder keinem Bundesvorschlag zustimmen werden, auf den sie sich ja seither schon selber nicht geeinigt haben. Aber dann stünde natürlich politisch betrachtet ganz klar fest, wer Schuld dran hat, dass es zu keiner Änderung kommt, nämlich der Bund. Und diesen schwarzen Peter lassen wir uns nicht zuschieben. Wir in der CDU-CSU-Fraktion halten die Länder für fähig, selbst die mit Regierungsbeteiligung der Linken, eine Einigung zum Verteilmechanismus herbeizuführen. Zusammengefasst, erstens, wir wollen den ÖPNV weiter stärken und ausbauen und deshalb gibt der Bund auch in Zukunft fast eine Dreiviertelmilliarde Euro im Jahr mehr für diesen Zweck an die Länder. Zweitens, wir fordern die Länder auf, im Interesse der Nutzer von Bussen und Bahnen bald zu einer Einigung zu kommen und halten drittens auch diesen erneuten Antrag der Linken für überflüssigen Heckmeck. Vielen Dank. Bevor ich das Ergebnis der zweiten